Regierungschef, Sie kandidieren nicht nochmal für eine weitere Amtsperiode. Was sind die Gründe, dass Sie nur möchten kandidieren? Ja, ich darf in einer herausforderungsreichen Zeit Regierungschef sein. Ich bin mit Ende dieser Mandatsperiode in 8 Jahren in der Regierung. Ich habe so gesehen, in der Demokratie ist nichts auf Lebenszeit. Und so sehe ich es auch mit mir im politischen Amt eines Regierungschefs. Ich glaube, ich halte nichts davon. Das ist auch meine persönliche Lebenseinstellung. Jahreweise auf der gleichen Sessel zocken. Ich glaube, wir haben gut gestellt zu Hause. Wir haben vieles erreicht in dieser Koalitionsregierung. Wir haben in schwierigen Zeiten grosse Herausforderungen angepackt, umgesetzt und auf einen guten Kurs gebracht. Ich erinnere Sparanstrengungen, Sanierungsstrategie, Regierungs- und Verwaltungsreform, eine Abkommens- und Steuerpolitik, ein neues Steuergesetz. Jetzt die Regierungs- und Verwaltungsreform nach 20 Jahren zum Abschluss werden wir sie bringen. Kirche und Staat, wo ich auch zuversichtlich bin, dass wir das noch auf die Reihe bringen. Und es ist ein wichtiger Schritt, ein grosser Schritt, ein persönlicher Schritt, eine grosse Zäsur, aber es fällt einem natürlich auch leichter, wenn man auf einem guten Fundament eine Arbeit übergeben kann. Sie haben in der Pressekonferenz vorher auch angedeutet, dass Sie kein Parteipolitiker sind, sondern Politiker fürs Land. Jetzt ist es so, sämtliche 3 im Amt waltenden Regierungsräte von der VU machen nicht mehr weiter. Hat es da parteiinterne Querelen gegeben? Es ist eine Frage, die sich fast aufdrängt. Oder hat da jeder seinen eigenen persönlichen Grund? Also ich habe meine Entscheidung unabhängig davon gefällt. Ich habe meine Entscheidung auch letztes Jahr bereits der Parteispitze und dem Parteipräsidenten im November mitteilt. Es ist jetzt ein halbes Jahr fast her, wo ich meinen Entscheid schon gefällt habe. Ich glaube, in den letzten Monaten hat man, glaube ich, einen grossen Einsatz von mir auch gesehen und das wird auch so weitergehen. Es ist eine persönliche Entscheidung und ich habe mir immer gesehen und bin auch heute Morgen gut aufgestanden, habe gesehen, mein Entscheid stimmt. Ich habe die richtige Entscheidung vor einem halben Jahr damals getroffen. Es gibt für mich eine Lebensplanung ohne Politik und ich glaube, wenn man das frühzeitig für sich auch entscheiden kann, dann hat man auch die Energie, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Darf ich fragen, was nachher kommt? Also aus der Politik ziehen Sie sich ganz zurück? Ich bin ein politisch interessierter Mensch. Ich bin schon vorher sehr eng im politischen Umfeld tätig gewesen, bei verschiedenen Regierungen. Ich habe mich immer für die politischen Belange in diesem Land eingesetzt. Ich werde nur an der vordersten Front von der Politik tätig sein. Ich werde sicherlich nicht ein Amt anstreben. Sicher einmal kurzfristig überhaupt nicht. Ich glaube, es ist da jetzt Zeit, dass andere Kräfte im Vordergrund stehen. Ich werde aber weiterhin natürlich politische Geschehen zuschauen, mich interessieren. Das bin ich natürlich auch, ich sage jetzt einmal, meinen Kindern und meinem Umfeld auch schuldig, dass ich da auch weiterhin vielleicht da und dort meine Meinung äußere, ohne den Anspruch zu haben, dass man da gescheiter ist wie andere und dass man den Anspruch hat, dass das dann auch umgesetzt wird. Herr Quadrer, was sind Ihre Gründe, dass Sie nicht mehr kandidieren wollen? Ja, ich bin jetzt bald 12 Jahre in der Politik. Ich bin 4 Jahre im Landtag gewesen, bin jetzt 7 Jahre in der Regierung, schon mehr als 7 Jahre. Und am Ende von der Legislaturperiode sind es dann 12 Jahre Politik. Und habe dann lange abgewogen, wie soll ich weitermachen, soll ich in der Politik weitermachen, ja oder nein. Und bin dann für mich nach Abwägung von allen ja, halt Pros und Kontras, wie man es halt macht im Leben, wenn man einen neuen Entscheid, einen neuen Schritt geht und einen neuen Entscheid fällen wird, bin dann zum Ergebnis gekommen, dass es vielleicht auch aufgrund vom Alter über das nächste Jahr 48 jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um aus der Politik auszusteigen und einmal noch eine Berufskarriere außerhalb von der Politik einmal nachzugehen. Darf ich fragen, in welchem Bereich? Es ist alles noch vollkommen offen. Ich bin nach wie vor Regierungsmitglied. Ich muss mich voll und ganz für das Amt einsetzen, für die Menschen von dem Land einsetzen. Und ich habe auch noch gerne Zeit, um mir über die Zukunft konkret Gedanken zu machen.